Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich in Straubing an der Donau. Aus besonders gegebenen Anlass möchte ich Sie einladen zu einem kleinen virtuellen Stadtrundgang hier im Zentrum von Straubing und dann auch in unserem Altstadtfriedhof St. Peter. Straubing, meine Damen und Herren, das ist heute eine Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern in Niederbayern. Eine Stadt, die aber auf eine große Geschichte zurückblicken kann. Wir stehen hier auf 7000 Jahren Kultur- und Siedlungsboden. Hier waren die Kelten, die Römer und dann verfolgte Straubing die gesamte mittelalterliche und neuzeitliche Geschichte. Was war Straubing nicht? Das ist vielleicht gleich mal am Anfang ganz wichtig. Straubing war nie eine Bischofsstadt. Straubing war auch nie eine freie Reichsstadt, wie beispielsweise Nürnberg, sondern immer eine bayerische Landstadt. Das heißt, unsere Stadt war ganz eng verbunden mit dem Schicksal Altbayerns, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. Und wenn der bayerische Historiker Karl Bosel einmal feststellte, das Herz Altbayerns schlage in Straubing besonders kräftig, dann ist das sicherlich mit Blick auf unsere Geschichte gerechtfertigt. Straubing war bereits ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eine sogenannte Haupt- und Regierungsstadt, Sitz eines herzoglichen Stellvertreters und, da werde ich noch drauf kommen, sogar mal 70 Jahre die Hauptstadt eines Herzogtums Bayern-Straubing-Holland. Wir sind hier auf dem sogenannten Stadtplatz, der charakteristisch ist für unsere gesamte Stadtanlage in der sogenannten Neustadt. Denn, meine Damen und Herren, wenn Sie nach Straubing kommen und wollen hierher ins historische Zentrum, dann rate ich Ihnen, fragen Sie bitte nicht nach der Altstadt. Da landen Sie nämlich nicht hier, sondern etwa 2 Kilometer weiter östlich, in dem Bereich, in dem das alte Straubing sich entwickelte, Kelten, Römer, frühes und hohes Mittelalter und das wir auch noch besuchen werden. Charakteristisch für unsere Stadtanlage in dieser nun 1218 gegründeten Neustadt ist unser Stadtplatz. Ja, eigentlich ist es gar nicht so sehr ein Platz, sondern eine lange Marktstraße, 600 Meter sich ziehend von Osten nach Westen, damit einer großen Straßenführung folgend, die von Wien über Regensburg, Nürnberg in den Norden dann führte. In der Mitte, und das ist ganz charakteristisch für Straubing und darauf sind wir auch ein bisschen stolz, steht unser Stadtturm. Ja, im Jahre 1316 begonnen, erst in der heutigen Form vollendet am Ende des 16. Jahrhunderts. Ein Turm, der verschiedenste Funktionen hatte. Natürlich war er ein Wachturm gegen Feuer und Feinde. Er war aber auch der Ratsturm. In ihm zeigt sich der frühe Stadtrat, der am Ende des 13. Jahrhunderts entstand. Er war Uhrturm, er war Zeitweiser und er war auch der sogenannte Marktturm. Denn wenn Sie um sich hier schauen, dann sehen Sie, bis heute ist unsere Stadt auch mitgeprägt durch das Marktgeschehen. Und nun darf ich Sie einladen, ein bisschen durch diese Neustadt zu wandern. Über Platz und Marktstraße steht unsere Stadtturm Madonna, sozusagen eine Patrona Straubings. 1675 kam sie in diese Nische. 1803 musste sie im Rahmen der Säkularisation verschwinden und 100 Jahre später erst durfte sie wieder ihren angestammten Platz einnehmen. Möge sie uns gerade in diesen Zeiten beschützen. Die Anbauten des Stadtturms erfüllten jahrhundertelang, ja bis heute, verschiedene Aufgaben. Im ersten Stock, direkt vor uns, mit diesen schönen Fenstergewänden, da war die Ratstrinkstube. Und wenn die Ratsherren nach Ratssitzungen zusammenkamen, dann stellten sie einen goldenen Becher ins Fenster und die Bürger wussten, aha, unsere Ratsherren, unsere Stadträte lassen es sich gut gehen. Auf der anderen Seite haben die Bürger sich tatsächlich dann einen neuen Rathausbau gegönnt. Im Jahre 1382, genau gegenüber dem Stadtturm, weil sie ganz offensichtlich etwas wollten, was zum Deutschen Rathaus gehört, nämlich einen großen Saal. Wir sprechen deshalb von einem Saalgeschossbau.
dass dieses spätgotische Rathaus nun etwas demoliert vor uns steht, hängt damit zusammen, dass wir im November 2016 einen fürchterlichen Brand gerade im historischen Teil des Rathauses hatten. Aber wir werden das hinbekommen, meine Damen und Herren. Davon können Sie ausgehen. Wir stehen jetzt hier an der Nordseite des Stadtturms beim sogenannten Fischbrunnen, einem modernen Brunnen. Aber es ging hier nicht immer so ganz ruhig und friedlich zu wie heute. Noch vor 100 Jahren gab es hier den sogenannten Erntekerlemarkt, den Ahnkalmarkt oder, wie die Straubinger gesagt haben, den Sklavenmarkt. Da werden Sie sich jetzt wundern, meine Damen und Herren. Aber das kommt aus der besonderen, auch geografischen Situation Straubings heraus. Wir nennen uns gerne die Stadt zwischen Gäu und Wald. Mit Gäu ist gemeint der sogenannte Gäuboden, die fruchtbare Ebene entlang der Donau von südlich von Regensburg bis etwa vor die Tore Passaus, genauer gesagt bis etwa Künzing. Und auf der anderen Seite blicken wir von hier aus zumindest schon in die Vorberge des Bayerischen Waldes. Die Donau war nicht nur Grenze und Brücke über Jahrhunderte hinweg zwischen diesen beiden ganz unterschiedlichen Gebieten, dem reichen Bauern-Gäuboden und dem ursprünglich holzreichen, aber sonst armen bayerischen Wald. Und der Sklavenmarkt bedeutete nichts anderes, dass die Bauernbuben aus dem bayerischen Wald hierher gekommen sind, um sich bei den reichen Gäubodenbauern für die Ernte zu verdingen. Die Donau, meine Damen und Herren, war damit auch eine gewisse Mentalitätsgrenze zwischen dem südlichen Gäuboden und dann dem nördlichen bayerischen Wald und, ganz interessant, und das möchte ich Ihnen schon auch sagen, eine Dialektgrenze. Wenn Sie den Satz nehmen, der Bub geht zur Kuh, dann heißt es bei uns hier in Straubing, weil wir zum mittelbayerischen Dialekt gehören, der Bub geht zur Kuh. Etwas über dem Fluss hinweg in die Vorberge des Bayerischen Waldes bereits heißt es, der Bau geht zur Kuh. Wir stehen jetzt auf der westlichen Platzhälfte, dem Theresienplatz, benannt nach Therese von Sachsen-Hildburghausen, der späteren Königin und Gattin König Ludwigs I., vor einer ganz interessanten, ganz wichtigen Säule für Straubing, der Dreifaltigkeitssäule. Meine Damen und Herren, das ist keine Pestsäule, wie man vermuten könnte, aber ein Kriegsdenkmal. Denn im Jahre 1704, am Beginn des sogenannten Spanischen Erbfolgekrieges, da stand Bayern zusammen mit Frankreich im Kampf vor allen Dingen gegen England und Österreich. Und nach bayerischen ersten Siegen haben doch dann die Engländer und die Österreicher die Überhand bekommen. Österreichische Truppen nähern sich der Stadt Straubing. Die Bürgerschaft versammelt sich in der Stadtpfarrkirche St. Jakob und schwört einen doppelten Eid. Einmal, dass man seinen Lebenswandel ändern werde, wenn die Stadt vor allzu großen Schäden bewahrt bleibt. Und zum Zweiten, dass man dann auch der heiligsten Dreifaltigkeit eine Säule errichten wird. Die Österreicher haben in die Stadt geschossen, aber zum Glück kam dann sehr schnell ein Waffenstillstand und die Österreicher konnten mit klingendem Spiel in die Stadt einziehen und blieben dann 10 Jahre übrigens hier. Trotz dieser Besatzungszeit haben die Bürger den zweiten Teil ihres Gelöbnisses, beim ersten wäre ich ein bisschen vorsichtig, erfüllt, nämlich die Errichtung einer Säule. Und die haben wir hier vor uns, ein wirklich donauländisches Denkmal von hohem, auch künstlerischem Rang, konzipiert wie ein Votivaltar, wie ein Freialtar im offenen Raum dieses Stadtplatzes. Bekrönt wird die Säule von der heiligsten Dreifaltigkeit in der Glorie, von einem großen Bogener Meister, also einem Meister der Region. Aber ganz besonders hervorzuheben ist diese Gruppe der Verkündigung Mariens. Die stammt nämlich von dem bedeutenden Salzburger Hofbildhauer Bernhard Michael Mandl. Und etwas wuchtiger ist der heilige Michael, der damalige Schutzpatron Bayerns. Der stammt übrigens von Franz Mozart oder Mozart, einem Großonkel des Wolfgang Amadei, der damals hier in Straubing
gesamte Bildhauerrechte innehatte. Der Platz ist aber gerade an dieser Stelle auch wirtschaftsgeschichtlich besonders interessant. Gäu und Wald als die Begrenzungen, das bedeutete ja, auf der einen Seite, auf dem anderen Platz, da gab es den Holzhandel aus dem Bayerischen Wald. Hier um die Säule aber war die Schranne, der große Getreidemarkt. Und gerade im 19. Jahrhundert haben sich die Getreidepreise Bayerns nicht zuletzt orientiert an dem, was hier in Straubing geschah. Wenn wir um uns sehen, dann blicken wir beispielsweise hier auf die heutige Sparkasse, auf der anderen Seite auf dieses Geschäftsgebäude mit einem Kino drin. Das waren Hausstöcke von Klöstern der Umgebung, St. Emmeram, Regensburg, Windberg in den Vorbergen des Bayerischen Waldes. Und die abgabenpflichtigen Bauern, die kamen dann nach Straubing und haben hier auch mit die Klöster versorgt. An der Stelle ist übrigens ganz interessant, wenn Sie nach Westen blicken, die Jesuitenkirche. Ehemals in der Gotik eine Frauenkapelle, dann im 17. Jahrhundert übernommen von den Jesuiten und übrigens die einzige Kirche hier am Platz. Denn die eigentliche Haupt- und Stadtpfarrkirche St. Jakob und St. Tiburtius, die wir gleich dann aufsuchen werden, die liegt etwas abseits vom Platz. Aber wichtig für uns Straubinger ist diese Säule, weil sie nicht nur ein wunderbares barockes Dokument für eine schwierige Zeit ist, sondern weil sie auch ein sehr schönes Pendant bildet über diesen Tiburtiusbrunnen hinweg noch einmal zu unserem gotischen Wahrzeichen, zum Stadtturm. Liebe Gäste, wie vorzüglich städtebaulich gesehen diese Säule positioniert wurde am Anfang des 18. Jahrhunderts, sehen Sie gerade an dieser Stelle. Die Säule blickt hin zum Stadtturm, ja, unserem gotischen Wahrzeichen. Und vor allen Dingen steht sie auch in der Blickachse hin zu unserer Stadtpfarrkirche St. Jakob und St. Tiburtius, die jetzt hinter mir und hinter uns mit dem Turm bis zu fast 100 Meter Höhe emporsteigt. Und diese Stiftskirche, wie wir Straubinger sagen, die soll unser nächstes Ziel sein. Hier haben wir übrigens, meine Damen und Herren, eine unserer Platten des sogenannten Goldenen Weges, der Sie in einer Achterschleife zu den wichtigsten Städten, Ensembles, Denkmälern der Innenstadt führt. Und dazu gehört natürlich auch St. Jakob. Der Stadtpatron St. Jakobus der Ältere passte natürlich zu einer Stadt wie Straubing, die zwar nie eine wirkliche Fernhandelsstadt war, sondern eher eine regionale Handelsstadt, die aber trotzdem in dem großen Patron der Kaufleute und Händler St. Jakob den richtigen Schutzherrn besaß. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Straubing ganz offensichtlich auch zumindest an einer Nebenstrecke des berühmten Jakobsweges lag, nämlich auf der Strecke der Donau entlang nach Regensburg. Die Stadtpfarrkirche St. Jakob, meine Damen und Herren, wurde in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts, wohl so zwischen 1404 und 1410, neu errichtet anstelle einer älteren Kirche, von der wir leider wenig wissen. Und sie gehört nach einer langen Bauzeit bis hinein in das 16. Jahrhundert zu den großen süddeutschen backsteingotischen Kirchen mit wirklichen Charakteristika. Das heißt, nur ein Turm im Westen, alles unter einem großen Dach und umzogen von einem Kapellenkranz. Nach außen hin eher zurückhaltend. Aber Sie werden sehen, im Inneren entfaltet sich dann wirklich ein Bilderbuch der Stile. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ein Münchner Kunsthistoriker und Landeskonservator hat kürzlich einmal gesagt, St. Jakob in Straubing ist in vielfacher Hinsicht die Königin der Kirchen Niederbayerns, weil sich in ihr die lokale, regionale und bayerische Kunstgeschichte über Jahrhunderte hinweg widerspiegelt. Und wenn Sie in diesen Raum hineinblicken, dann wird das auch, so meine ich, klar. Architektur. Eine spätgotische Hallenkirche,
Das heißt, die drei Schiffe steigen zur gleichen Höhe empor. Die Belichtung erfolgt über die Außenwände. Spätgotische Hallenkirche aber mit einem besonderen Charakteristikum, nämlich ein einheitlicher Raum ohne den eingezogenen Altarchor, sondern mit einem Altarumgang, der nun das Ganze zu einem großen, wirklichen Ganzen zusammenschließt. Kunstwerke, Ausstattung von der Spätgotik bis in unsere Tage. Vor allen Dingen war es nicht zuletzt die Kunst des Barocks, die hier Einzug nahm, mit dieser wunderbaren Kanzel, mit dem großen Freskozyklus, mit vielen Altären in den Seitenkapellen, die den Chor umziehen. Und nicht zu vergessen, auch das ausgehende 19. Jahrhundert und beginnende 20. Jahrhundert, die sogenannte Neugotik oder die Spätromantik, haben hier nicht nur Spuren hinterlassen, sondern mit die wichtigsten Zeugnisse in Bayerns Kirchen mit dem großen Glasfensterzyklus und einer auch sonst hervorragenden neugotischen Restausstattung. Der Hochaltar, meine Damen und Herren, hat mit einer besonderen Epoche Straubings zu tun, nämlich mit dem 16. Jahrhundert. Straubing gehörte so etwa ab 1523 zu den besonders lutherisch gesinnten Städten in Bayern und blieb es etwa 50 Jahre lang, bis dann die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes wieder katholisch gemacht wurde und durch die Verlegung eines Chorherrenstifts, also von Priestern, die in einer fast klösterlichen Gemeinschaft zusammenlebten, vom Rande des Bayerischen Waldes hierher, wurde dann diese Kirche auch eine Stiftskirche. Und die neuen Stiftsherren wollten einen neuen Hochaltar. Man wurde fündig in Nürnberg. Dort stand zum Verkauf ein ganz wichtiger Altar aus der Werkstatt des Michael Wohlgemuth, 1486 entstanden, gerade in jener Zeit, als Albrecht Dürer dort als Lehrling beschäftigt war. Im 19. Jahrhundert wurde dann dieser Altar mit seinen Figuren und seinen wunderbaren Altarblättern eingefügt in ein neugotisches Altargehäuse. Nicht zu vergessen, ein Blick auf das Gestein dieser ehemaligen Kommunionbank. Wir haben es hier zu tun mit Adneter Marmor aus den berühmten Marmorbrüchen bei Salzburg. Und so wie dieses Rotkalkgestein mit seinen besonderen Strukturen eines Korallenriffs, so sah ursprünglich auch der Säulenschaft unserer Dreifaltigkeitssäule aus. Jede Kapelle in dieser Kirche ist ein Kunstwerk für sich. Herausragend aber zum Beispiel ist der Altar des Egid Quirin Asam in der sogenannten Zeller- oder Asam-Kapelle. Ein kleines Kunstwerk, aber ein absolutes Kunstwerk von höchstem Rang. Und daneben sehen Sie das älteste Glasfenster Niederbayerns aus dem Jahre 1418. Zu den herausragenden Grabdenkmälern Straubings und auch dieser Kirche natürlich gehört das Epitaphium für Ulrich Kastenmeier aus dem Jahre etwa 1425, Ratsherr, Kaufmann. Es gehört einfach deshalb zu den besten Werken Straubings, weil ein Münchner Kunsthistoriker mal feststellte, Straubing gehe alleine durch dieses Werk für immer in die Kunstgeschichte ein. Ganz typisch ist er im Todesschlaf dargestellt und in burgundisch-holländischer Kleidung. Schließlich sind wir in der Zeit des Herzogtums Straubing-Holland. Zumindest nationale Bedeutung besitzt das Mosesfenster, der Dürer von Straubing. Dieses großartige Glasfenster nach Entwurf von Albrecht Dürer, hergestellt in Nürnberg, ein Hauptwerk der deutschen Glasmalerei um 1500. St. Jakob war, wie so viele mittelalterliche Kirchen, nie von einem wirklich großen Platz umgeben, sondern steht in der Mitte eigentlich einer engen Bebauung. Und ein besonderes Kennzeichen von St. Jakob in Straubing ist die Tatsache, dass die Hauptportale nicht vom Westen her in die Kirche führen, sondern sich öffnen zum Stadtplatz, zur Stadtmitte hin. Und eines dieser Portale, vor dem wir jetzt stehen, das ist von besonderer Bedeutung, denn hier haben wir ein sehr schönes und eindrucksvolles Zeugnis für die hohe Leistungsfähigkeit der Terrakotta-Werkstätten Straubings in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Gestiftet übrigens von einer
der reichsten und mächtigsten Familien der Stadt, von der Familie Zeller. Wir wollen jetzt aber zurückkehren zum Stadtplatz vor eines der traditionellen Gasthäuser Straubings. Bier und Straubing, das wäre sowieso eine eigene Geschichte. Die ersten Nachrichten über Bier in Straubing und Bierbrauereien haben wir übrigens aus dem 12. Jahrhundert. Und dann gab es unglaublich viele Hausbrauereien und Gaststätten. Und an einer haben wir einen Erker mit besonderer Geschichte. Diese moderne Darstellung an einem Erker des altehrwürdigen Gasthauses, möchte ich fast sagen, erinnert an eine der großen tragischen Liebesgeschichten des späten Mittelalters in Bayern. Sie sehen eine Herzdame, daneben einen bayerischen Herzog, Albrecht III., und darunter eine besondere Szene. Man könnte die ganze Geschichte in eine Kurzformel bringen, die da lauten könnte: Er, der junge Herzog, hat's meng und hat's geheirat. Der andere, der Altherzog, hat's nicht meng und hat's der Sau verlassen. Und da draus ist dann ein Spui geworden. Es handelt sich um die tragische Liebesgeschichte der Agnes Bernauer. Nach Aussage von vielen Chronisten eine Augsburger Baderstochter, etwas ungewiss, aber sicherlich eine Frau aus unterem, aus niedrigem Stande, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sich nicht nur auf eine Liaison mit dem jungen Bayernherzog Albrecht III. Einließ, sondern ihn auch heiratete. Daraus aber wurde die Tragödie, denn ihr Schwiegervater, Herzog Ernst I. von Bayern München, ließ sie am 12. Oktober 1435 in der Donau bei Straubing ertränken. Daraus haben sich unendlich viele dramatische Werke entwickelt, bis hin zu einem Freilichtspiel, das noch immer alle 4 Jahre im Straubinger Schlosshof aufgeführt wird. Wir stehen noch einmal vor dem Stadtturm. Wenn Sie nun zum Eckhaus schauen, zum Haus Krönner, meine Damen und Herren, dann darf ich schon daran erinnern, dass Straubing zu den 100 Genussorten Bayerns gehört. Und einer dieser Genussorte ist sicherlich dieses Traditionscafé, denn dort bekommen Sie eine ganz besondere Torte, die Agnes Bernauer Torte. Man kann sozusagen die Bernauerin bei uns in Straubing auch vernaschen. Mit diesem Gebäude verbindet sich aber auch eine ganz interessante Ortssage. Im Jahre 1393 musste Straubing hier im südlichen Stadtviertel einen Stadtbrand erleben. Und der Besitzer dieses Eckhauses am Stadtplatz, der stellte eine Statue des heiligen Petrus ins Fenster und soll gesagt haben: Bäderl, beschützt das Haus oder du verbrennst. Er ging ins Wirtshaus. Das Haus blieb verschont. Und aus diesem Stadtbrand heraus wurde dann gebaut die Votivkirche St. Veit, die wir am Ende der Steiner Gasse sehen. Wir sind wieder am Ludwigsplatz, meine Damen und Herren, benannt nach dem damaligen Kronprinzen Ludwig, dem späteren König Ludwig I. Und hier entfaltet sich, glaube ich, die Besonderheit Straubings, was unsere Hausfassaden anbelangt und unsere Häuser am Stadtplatz. Mit diesen noch immer ganz hohen Treppengiebeln, Speichergiebeln des 16. Jahrhunderts, immer wieder vorgeblendet, sehr schöne Fassaden des Barocks, bis hin aber auch zum sogenannten Historismus des 19. Jahrhunderts. Und diese Fassade, man höre und staune, diese schöne weiße, die uns vorkommt wie der Maximilianstil in München, die wurde sogar erst errichtet im Jahre 1923. Ein Bilderbuch der Stile, nicht nur in St. Jakob, sondern auch hier an unserem Stadtplatz. Meine Damen und Herren, vor uns steht auch der Jakobsbrunnen mit dem Stadtpatron aus dem 17. Jahrhundert. Und von dort geht natürlich der Blick zu einer unserer schönsten Hausfassaden, am Haus in der Kron, dem alten Zellerhaus. Und gerade diese Fassade erinnert an einen der
führenden und wichtigsten Künstler des 18. Jahrhunderts, ein Bauernbub Matthias Obermaier, der draußen im Gäuboden im Jahre 1720 geboren wurde und der ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Meister des Rokoko in Straubing, aber auch in der ganzen Region bis hinein in den Bayerischen Wald wurde. Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich schon festgestellt, dass der Straßenraster, der Grundriss Straubings, noch immer einer fast modellhaften Anlage des späten Mittelalters folgt. Das heißt, von der Marktstraße zweigen fast im rechten Winkel die Straßen und Gassen ab. Und eine der breitesten Straßen, das war der alte Rindermarkt. Ab 1827 die Josef-von-Fraunhofer-Straße. Meine Damen und Herren, die jetzige Geschichte klingt wie ein Märchen. Josef Fraunhofer, 1787 in diesem Haus vor uns geboren, Glasmachersohn, vollweise als solcher nach München gekommen in eine Glaserlehre, wo er aber nicht einmal die Schule besuchen durfte. Und eines Tages bricht das Haus, in dem er lebt und arbeitet, zusammen. Unter den Trümmern begraben, der junge Josef. Wer kommt vorbei? Kurfürst Max und ein aufstrebender industrieller Utzschneider aus München. Sie sehen die Katastrophe. Beide nehmen sich dieses Knaben an. Er bekommt Geld, er kann sich freikaufen aus der Lehre und aus dem kleinen Josef aus Straubing wird in Benediktbeuern, in der Glasmacherwerkstatt Utzschneiders und in München Josef Ritter von Fraunhofer, einer der großen Physiker und Optiker des 19. Jahrhunderts. Der Fraunhofer ist noch immer nach ihm benannt, nämlich ein Fernrohr. Und die Fraunhofer-Gesellschaft trägt seinen Namen, weil er einer der ersten war, der Theorie und Praxis in der Physik und Optik zusammengeführt hat. Und wir Straubinger hoffen, dass wir bald auch ein richtiges Fraunhofer-Institut bei uns beherbergen können. Nach seinem Tode, nach seinem sehr frühen Tod, nach 1827, wurde in seiner Heimatstadt der Rindermarkt umbenannt in Fraunhoferstraße und er bekam eine Büste am Geburtshaus, ganz im Stil eines Heroen der Wissenschaft. Stadtbrand 1780, schon in der Jakobskirche erwähnt. Hier in diesem Gebäude, in einer ehemaligen Bierbrauerei, brach er aus. Und Sie können lesen, dass das gesamte nördliche Stadtviertel in Trümmern lag. Wenn man allerdings, meine Damen und Herren, beispielsweise die schöne Rokoko-Fassade von Matthias Obermaier, dieses Kunstwerk wirklich des Rokais, dieses flammenden Muschelwerks des Spätbarock betrachtet, muss man schon zugeben, naja, ganz so schlimm wird es wohl doch nicht gewesen sein. Aber immerhin, es gab eine Sammlung im ganzen Kurfürstentum Bayern für die so schwer getroffene Stadt Straubing. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt wenigstens einen kleinen Besuch dem Gäubodenmuseum, unserer historischen Sammlung, abstatten, mit zwei Höhepunkten dieser Sammlung. Ein Gebäude, ja, das vielfältige Funktionen im Laufe seiner langen Geschichte hatte. Natürlich ein sehr stattliches, ein gefreites Gebäude. Wer dieses Gebäude innehatte, musste keine Steuern bezahlen, mit einer sehr, sehr schönen Barockfassade des beginnenden 18. Jahrhunderts. Und Sie werden sehen, nicht nur mit einem malerischen Innenhof, sondern auch mit gewissen Attraktionen. Liebe Gäste, wir befinden uns hier bei einem Höhepunkt des Gäubodenmuseums, dem weltbekannten römischen Schatzfund von Straubing. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt übergeben darf an den Leiter des Gäubodenmuseums, Herrn Professor Dr. Günter Moosbauer. Herzlich willkommen. Wir befinden uns vor dem Straubinger Römerschatz, der 1950 im Ortsteil Aalburg gefunden worden ist. Es ist der umfangreichste Fund von sogenannten römischen Paraderüstungen, den wir von einem Platz kennen. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus gab es Bürgerkriege und Germaneneinfälle. Dies war der Grund, dass dieser Schatz vergraben worden ist.
Wir sehen hier 7 Gesichtsmasken hinter mir, die einen Typ des 2. und 3. Jahrhunderts, den Alexander-Typ und den orientalischen Typ repräsentieren. Zum Schatz gehören auch Rossstirnen, also der Schutz der Pferdeköpfe. Alle diese Waffenteile sind aus Messing. Der Kessel, in dem alles verborgen war, steht auch unter den schönen Straubinger Masken. Meine Damen und Herren, Bayern gefunden heißt diese Abteilung und sie beschäftigt sich mit der frühen bayerischen Landesgeschichte. Nicht nur an einem Ort gibt es frühe Bayern in Straubing, an vielen verschiedenen. Aber eines ist einzigartig. Am Beispiel vom Ortsteil Aalburg kann man vom 5. bis zum 10. Jahrhundert nach Christus die Geschichte Bayerns nachvollziehen. Das geschieht hier, indem wir die Römer betrachten und dann über die verschiedenen Stämme, die zugewandert sind, die Herrschaft übernommen haben, die Zeit weitererzählen bis ins 7., 8. Jahrhundert, wo sich der Adel herausgebildet hat, wo es dann auch frühmittelalterliche Herrschaft in unserem heutigen Sinn schon gegeben hat. Wir erzählen einfach die Geschichte unserer Straubinger Vorfahren, die stellvertretend für die Geschichte Bayerns stehen. Die erst 2018 eröffnete Abteilung berücksichtigt auch die Inklusion, das heißt auch behinderte Menschen können diese Abteilung durch Tastobjekte, durch Audios wunderbar erleben. Was aber mir besonders am Herzen liegt, ist diese Depotvitrine, möchte ich schon fast sagen, wo wir stolz einen großen Querschnitt der Schätze aus den frühmittelalterlichen Gräbern Straubings zeigen, von der Ausrüstung frühmittelalterlicher Krieger, von Langschwertern, Gürtelgarnituren hin bis zum Schmuck von Frauen, Glasperlen, Meerschaumperlen und den Fibeln, den Gewandnadeln, die häufig aus purem Silber, Feuer vergoldet sind oder auch Goldobjekten. Also hier geht dem Archäologen das Herz über und meistens auch dem Besucher. Lieber Günther, herzlichen Dank für diese einprägsamen Worte, die sicherlich viele Besucher in unser wunderbares Museum bringen werden. Dankeschön, Servus. Gern geschehen und danke, dass du da warst. Ja, und wir, meine Damen und Herren, begeben uns weiter auf unserem Spaziergang, zu dem ich Sie auch weiterhin einladen möchte. Das Hauptgebäude des Museums, eine wunderbare Barockfassade, wie gesagt, des beginnenden 18. Jahrhunderts. Das zweite Gebäude aber daneben, eine unserer besten Fassaden des nun nach dem Stadtbrand beginnenden Klassizismus. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, man kann sich vorstellen, am alten Rindermarkt, da gab es auch eine ganze Menge Gasthäuser. Und ein Gastwirt, der hat eine besondere Bedeutung erhalten, weil er nämlich immer wieder kontrolliert wurde, wie alle anderen auch. Und wer ein schlechtes Bier herstellte, dem wurde dieses Gesöff dann in die Gosse geschüttet. Und wer sich noch immer weigerte, die entsprechenden harten Maßnahmen der Stadt zu befolgen, der wurde zur Ziegelstrafe verdonnert. 10.000 Ziegel musste einmal unser Herr Wirt bezahlen zur Herstellung und zur Erhaltung der Stadtmauern oder auch der großen backsteingotischen Gebäude. Das 18. Jahrhundert, meine Damen und Herren, 3 große Männer. Josef von Fraunhofer, der Dritte, der Jüngste. Dazwischen Matthias von Flurl, der Vater der Geologie in Bayern. Und am Anfang 1756 irgendwo in dieser Gasse hin zur Karmelitenkirche geboren, Emanuel Schikaneder, der Librettist der Zauberflöte. Ja, der Mann für Mozart, auch ein Mann für Beethoven. Einer der größten Theaterleute der deutschen Theatergeschichte überhaupt. Auch auf den können wir stolz sein. Die Geburtsgasse Schikaneders wurde allerdings nicht nach ihm benannt, sondern nach dem hier ebenfalls geborenen bayerischen General Zoller, der im Deutschen Krieg 1866 bei Bad Kissingen gefallen ist und dort übrigens auch
ein schönes Denkmal erhalten hat. Am Ende dieser Gasse aber erhebt sich die barocke Westfassade der ehemaligen Karmelitenkirche. Ja, es ist heute noch Karmelitenkirche und Universitätskirche bald. Ein Bau des 14. 15. Jahrhunderts mit dieser Barockfassade, die errichtet wurde, als die Karmelitenkirche Wallfahrtskirche geworden war. Jetzt, meine Damen und Herren, endlich ein paar Sätze zu dem schon so oft genannten Herzogtum Bayern-Straubing-Holland. Was war das für ein seltsames Gebilde? Geht zurück eigentlich auf Kaiser Ludwig IV., den Bayern. Als der 1347 starb, hinterließ er seinen Söhnen einen großen wittelsbachischen Hausbesitz. Oberbayern, Niederbayern, die Mark Brandenburg, die Grafschaft Tirol und, man höre und staune, im Westen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die Grafschaften Hennegau, Seeland, Holland und die Herrlichkeit zu Friesland. Seine Söhne allerdings teilten diesen großen wittelsbachischen Hausbesitz und daraus entstand im Jahre 1353 das Herzogtum Bayern oder Niederbayern Straubing-Holland. Bedeutete, diese westlichen Grafschaften im heutigen Bereich von Belgien und Holland plus halb Niederbayern, insbesondere auch weite Strecken des Bayerischen Waldes mit Straubing als Hauptstadt im bayerischen Landesteil. Und das Aussehen unserer heutigen Stadt, insbesondere der Neustadt, ist ohne diese 70 Jahre nicht vorstellbar. Denn leider im Januar 1425 wurde der letzte Herzog aus diesem Hause, Johann III., ermordet, kinderlos. Aber der erste große Herzog, Albrecht I., begann in Straubing nicht nur mit dem Bau eines Schlosses an der Donau, sondern er holte auch einen Orden nach Straubing in die Stadt, nämlich den Orden der Karmeliten, einen Bettelorden, der hier Kloster und Kirche zu errichten begann. Und in dieser Kirche der Karmeliten befinden wir uns. Ursprünglich eine spätgotische Hallenkirche, und die Architektur zeigt uns das immer noch, errichtet im Langhaus von Hans von Burghausen, den wir ja schon kennen, und im Chor durch Hans Krummenauer, den Meister des Passauer Ostchors. Dann aber im beginnenden 18. Jahrhundert eine erste Phase der Barockisierung mit so großen Meistern wie dem Stuckator und Bildhauer Giovanni Battista Calone, Diego Calone, die Meister des Passauer Doms, mit einer großen Trias des Altaresbaus dann um 1741-42. Und wir haben hier vor uns einen der mächtigsten barocken Altäre Bayerns wahrscheinlich überhaupt. Mit einem vorzüglichen Altarbild übrigens, das stammt von Michelangelo Unterberger, einem Südtiroler Maler, der nach diesem Werk in Straubing kaiserlicher Akademiedirektor in Wien geworden ist. Und eine letzte Phase dieser Barockisierung, die Phase des Rokoko, sehen wir wunderbar in dieser Kanzel des Straubinger Bildhauers Anton Keller. Eine echte Kanzel des Rokai, des Leitmotivs des Rokoko. Ganz in der Nachbarschaft finden wir ebenfalls ein besonderes Gebäude, nämlich das Kloster und die Klosterkirche der Ursulinen. Und Sie werden sehen, wenn wir jetzt dann diese Kirche besuchen, das letzte gemeinsame Werk der berühmten Brüder Asam, dann stehen wir wirklich in einem ganz großen Juwel des ausklingenden Hochbarock. Auch hier beim Kloster und der Klosterkirche St. Ursula der Ursulinen, Schlichtheit nach außen hin, aber dann, wir haben das schon in St. Jakob gesehen, große, prachtvolle Entfaltung im Inneren, hier wirklich des Hochbarocks der berühmten Brüder Asam. Es waren verwandtschaftliche Beziehungen, die Cosmas Damian und Egid Quirin Asam dazu gebracht haben, gerade für dieses Kloster der Ursulinen in Straubing eine, wie sie sagten, schöne Kirche zu bauen, sogar für ein relativ geringes Salär. Meine Damen und Herren, dieses
große Juwel des Barocks als gemeinsames letztes Werk, wie gesagt, zeigt all das, was Barock im katholischen Bayern eigentlich verkörperte. Einen Zusammenklang aller Künste. Die Architektur, die Malerei, Stuckatur, Plastik, alles ist ein großes Zusammenspiel. Alles bildet das immer wieder zitierte Theatrum Sacrum, das heilige Theater, ein Gesamtkunstwerk. Man kann diese Kirche sich erschließen vom Grundriss her, der eigentlich ganz einfach ist. Ein Zentralbau mit vier Eckpfeilern und darüber, wie die Asam sagten, ein Rondell, also ein großes Mittelbild. Man kann sie aber auch vom Altar her erschließen, vom Hochaltar, der sich einfügt in die Architektur. Und manchmal hat man den Eindruck, gerade von diesem Hochaltar her entfaltet sich überhaupt das Ganze. Der Hochaltar selbst ist geprägt durch ein Zusammenspiel verschiedener Ideenwelten. Da haben wir links von Ihnen zum Beispiel den heiligen Karl Borromäus, der ganz wichtig war für die Ausbildung eines Regelwerks für die Ursulinen im 16. Jahrhundert in Italien. Er verbindet sich mit Engeln, die hinaufschweben zum heiligen Michael, mit dem großen Heiligen der Pest. Auf der anderen Seite der Gründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola, der mit seinen Exerzitien natürlich auch für eine klösterliche Gemeinschaft von größter Bedeutung war. Und er weist hinauf über das glühende Herz zu dem Erzengel Raphael. Und in der Mitte, herabschauend und hinaufdeutend zu Gott Vater selbst, dann der Erzengel Gabriel mit der Mutter Gottes in der Mitte des heute modernen Hochaltarbildes. Und natürlich, wie sollte es in einer Barockkirche anders sein, ist das Bild an der Decke von besonderer Bedeutung. Über der Orgelempore und an der Orgelempore Bilder aus der Legende der heiligen Ursula. In der Mitte das große illusionistische Bild, die vier Erdteile verehren die heiligste Dreifaltigkeit, ein heiligen Himmel tut sich hier auf. Und das Ganze mündet letzten Endes über dem Hochaltar in ein kleines, aber besonders wichtiges Fresko, nämlich mit einem Bild mit den Herzen Christi und Mariens. Und gerade das Herzmotiv legt sich wie ein übergeordnetes Motiv über die Bilderwelt dieser ganz großartigen Kirche an der Schwelle vom Barock zum Rokoko. Herzog Albrecht I. begann im Jahre 1356 mit dem Bau eines neuen Burgschlosses unmittelbar an einem damals wahrscheinlich Altwasserarm an der Donau. Ein Burgschloss als herzogliche Residenz, als Verwaltungszentrum, als Waffenschmiede, als Festung, auch in der dann damaligen Zeit gegen die um 1415 ausbrechenden Hussitenkriege. Eine Anlage, die immer wieder im Laufe der Jahrhunderte verändert wurde, ja sogar in ihrem wichtigsten Bauteil, dem Fürstenbau an der Donau, 1755 in eine Kaserne umgewandelt wurde. Aber seit einigen Jahrzehnten besitzen wir gerade in diesem Fürstenbau einen wunderbaren Festsaal des späten Mittelalters, unseren sogenannten Rittersaal, einer der größten Festsäle seiner Zeit um 1422-23 im gesamten Deutschen Reich. Das Schloss an der Donau blieb dann eigentlich bis heute ein Verwaltungssitz, zumindest für das dann Rentamt Straubing, für einen großen Finanzbezirk, der insbesondere weite Teile des Bayerischen Waldes umfasste. Und, meine Damen und Herren, auch heute noch ist es Sitz eines großen Finanzamtes. Ja, anstelle der Autos, meine Damen und Herren, findet wieder im Jahre 2023 ein besonderes Spektakulo hier statt, nämlich die Agnes-Bernauer Freilichtspiele, organisiert vom Agnes-Bernauer Festspielverein mit etwa 200 Amateurdarstellern, ein großes Bild,
dieser tragischen Liebesgeschichte, die immer wieder auch neu hier entsteht. Von hier, der Schlossbrücke über der Donau, schweift unser Blick noch einmal zum Fürstenbau des Herzogsschlosses und dann hinunter zur Altstadt von Straubing, über den Fluss hinweg zu den Doppeltürmen der Basilika St. Peter auf dem historischen Altstadtfriedhof, den wir jetzt dann noch besuchen möchten. Der historische Friedhof St. Peter in Straubing, meine Damen und Herren, an keinem anderen Ort unserer Stadt spiegelt sich unsere Geschichte so wider wie hier. Denn die ersten Spuren menschlicher Besiedelung auf diesem Friedhofshügel reichen zurück bis in die Vor- und Frühgeschichte. Die Römer errichteten hier etwa um 40-50 nach Christus ein erstes Militärlager und am Ende der römischen Zeit gab es hier einen sogenannten Burgus, noch einmal eine befestigte Anlage. Es ist der Ort des frühmittelalterlichen Struppinga, des frühmittelalterlichen Straubing. Es ist der Ort des hohen Mittelalters, als die Augsburger Domherren, man höre und staune, einen Grundbesitz bekamen hier an der Donau, einen Streubesitz bis hinein in den Bayerischen Wald. Und sie blieben übrigens auch Grundherren in Straubing bis zum Jahre 1535. Der Friedhof von St. Peter ist ein doch wohl Ensemble von nationalem Wert. Warum? Eine befestigte Anlage, kein Wehrfriedhof bitte, aber eine befestigte Anlage mit 4 Bauten aus dem Mittelalter. Eine romanische Basilika, die wir besuchen werden, und 3 gotische Kapellen. Und dazu über 1000 Grabdenkmäler aus 7 Jahrhunderten. Und das Ganze heute eingebettet in eine parkähnliche Anlage, die einem den romantischen Geist gerade auch des 19. Jahrhunderts besonders entgegenbringt. Machen wir uns auf den Weg. Liebe Gäste, hier kann ich es mir nicht verkneifen, doch auch eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. Als ich ein Knabe war, ging dieses Grabkreuz noch mindestens bis hier raus. Und ich hatte damals dieses Grabmal, dieses schmiedeeiserne Kreuz des Klassizismus gemalt für einen Wettbewerb eines Straubinger Kaufhauses und dachte mir, na ja, wenn das Kreuz einmal wirklich vom Baum geschluckt ist, dann nehme ich an, dann werde ich auch gehen. Das ist überhaupt die Geschichte eigentlich von St. Peter. Ja, was macht man mit so einem riesigen Friedhofsensemble, in dem sich Natur und Kultur miteinander verbinden, das aber natürlich auch große denkmalpflegerische Probleme mit sich bringt. Wir versuchen ein Gleichgewicht zu halten zwischen Vergänglichkeit und trotzdem Restaurierung und Erhalt der Grabdenkmäler, ein Schwebezustand, in den wir uns dann selbst einfügen können. Die romanische Basilika St. Peter steht auf dem Grund von mehreren Vorgängerkirchen. In ihrer heutigen Grundgestalt wurde sie kurz vor 1200 oder um das Jahr 1200 errichtet. Aber wenn Sie diese Westfassade genau betrachten, dann werden Sie sehen, Veränderungen im Laufe der Zeit. Denn die heutige Doppelturmfassade, diese hochaufstrebenden Türme, sind zumindest zum Teil ein Produkt des 19., des ausgehenden 19. Jahrhunderts, des sogenannten Historismus, wie überhaupt alle Freidenkmäler hier im Friedhof Zeugen dieser den historischen Stilen zugewandten Zeit des 19. Jahrhunderts sind. Noch aus romanischer Erbauungszeit, eventuell geschaffen von lombardischen Steinmetzen oder auch unter dem Einfluss des großen Regensburg, zu dessen Diözese wir wie heute noch gehören, das Portal. Die Portalzone, das Tympanon, das Bogenfeld mit einer etwas seltsam anmutenden Darstellung. Ein Drache, der einen Menschen verschlungen hat und davor ein kämpfender Ritter. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, ich kann Ihnen auch keine abschließende Interpretation bieten. Ist es Jesus Christus im Kampf gegen den Teufel um die Seele des Menschen? Kann man ein Wort des heiligen Paulus vom christlichen Ritter hier unterlegen? Oder ist es vielleicht doch ein Hinweis auf die Apokalypse des Johannes, wo Elias und Mose noch auf die Erde kommen und vom Drachen, dem Bösen, verschlungen werden? Etwas
geheimnisvolle Welt des Mittelalters, die uns auch hier begegnet. Und in der Türe, in dieser Holztüre des 19. Jahrhunderts im unteren Feld, da sehen Sie, wie die Peterskirche im Barock ausgesehen hat. Am Ende des 17. Jahrhunderts waren es italienische und lokale Meister, die diese Kirche in eine barocke Gestalt umgewandelt haben, bis das 19. Jahrhundert kam. Und das schauen wir uns jetzt an. Das 19. Jahrhundert. Meine Damen und Herren, Sie werden sich jetzt fragen, wo ist es denn? Es ist nicht da. Denn die romanische Ausstattung, die neuromanische Ausstattung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder purifiziert, sodass wir hier einen feierlichen, aber doch etwas kargen Raum vor uns haben, der aber den ehrwürdigen Charakter einer Pfeilerbasilika der Zeit um 1200 durchaus widerspiegelt. Eine Pfeilerbasilika, die zu einem besonderen Typus gehört, zu einem in Süddeutschland, ja in Bayern charakteristischen Typus, zur sogenannten altbayerischen Basilika oder alpenländischen Basilika, das heißt einer Anlage ohne Querschiff. Aber doch, nach dieser Purifizierung des letzten Jahrhunderts mit einigen bemerkenswerten Kunstdenkmälern. Ein wesentliches Werk dieser Purifizierung der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, der spätromanische Christus, der damals wieder freigelegt wurde. Ein charakteristischer Christus für die Zeit um 1200, von einem Triumphkreuz wohl kommend, mit offenen Augen, mit einem Kronreif anstelle dann der späteren gotischen Dornenkrone, ein Viernagel-Christus. Einfach ein wirklich romanisches Werk. Darunter aber, heute beim Altar aufgestellt, dieser schöne Barock-Christus, übrigens das erste Werk, das uns von Matthias Obermeier bekannt ist. Das ergreifendste Bildwerk Straubings aus dem Mittelalter, genauer aus der Zeit um 1330-40, einer Zeit großer Krisen, ist diese gotische Pietà. Sie gehört zu den drei überlebensgroßen Arbeiten dieser Art in Bayern, Coburg, Salmdorf bei München, Straubing. Vielleicht aus einer fränkisch-thüringischen Werkstatt stammend, gehört sie zu den früheren ganz großen monumentalen Darstellungsformen, ein sogenannter Steilknick-Typus und Jesus von Nazareth, der zerschlagene Sohn im Gegensatz zum Christkönig am Kreuz und eine Mutter Gottes, in der sich das Leid aller Pandemien und aller Zeiten widerspiegelt. Hier bei den Ostbasiden der Basilika wird noch einmal die architektonische Grundstruktur deutlich, nämlich die Querhaus-, die querschifflose alpenländische Basilika. Umgeben von Grabdenkmälern, insbesondere herausragend der schmiedeeiserne Bestand, den wir hier in St. Peter haben, seit der frühen Neuzeit, dann aber auch alle Stile des 19. Jahrhunderts in den Steindenkmälern, ein wirkliches Monument vieler Jahrhunderte, insbesondere aber auch des 19. Jahrhunderts. Zu den schmiedeeisernen Kreuzen kamen dann aber auch die gusseisernen Kreuze, durchaus eine industrielle Produktion, die wir aber heute wieder zu schätzen gelernt haben. Historischer Friedhof St. Peter, meine Damen und Herren, bedeutet, dass der Friedhof eigentlich vor etwa 140 Jahren aufgelassen wurde, dass niemand mehr hier begraben werden sollte. Der bürgerliche Friedhof, nicht mehr verfügbar für die Bürger, da waren manche nicht begeistert. Aber der damalige Bürgermeister soll gesagt haben, Leid, denkt euch nichts, wenn's hier seid, ist wurscht, was liegt's. Aber noch einmal wurde dann der Friedhof St. Peter doch belegt, nämlich 1945. Für Tote der Luftangriffe, und wir hatten im April 1945 einen katastrophalen, und für Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und gerade dieser Stein erinnert daran, dass Straubing leider auch ein Ort
der berüchtigten Todesmärsche vom Konzentrationslager Flossenbürg Richtung Dachau gewesen ist. Deshalb noch einmal in diesem fürchterlichen Jahr 1945 Begräbnisse, seitdem aber nicht mehr. Die große Bandbreite von Grabdenkmälern zeigt sich immer wieder, praktisch an jedem Ort in diesem Friedhof, hier aber ganz besonders, beispielsweise mit diesem Epitaph aus dem 14. Jahrhundert für die Familie Gastknecht, Ratsherren, mächtige Leute in der Stadt, aber auch in dieser wunderbaren Gruppe von klassizistischen Grabdenkmälern mit einer Besonderheit, mit diesem Sandsteinrelief eines seifenblasenden Knaben, der mit einem Finger die Seife des Lebens zerdrückt. Die älteste der drei Kapellen ist der alte Karner, eine noch spätromanische doppelgeschossige Anlage mit einem Tonnengewölbe als Aufbewahrungsort für die Knochen, die übrigens in meiner Kindheit noch da waren, zum Teil. Und darüber dann gotisch erneuert eine Kapelle für Maria, Hilfe der Kranken. Daneben jedoch erhebt sich ein besonderes Bauwerk, eine Staatskapelle. Zuständig für diesen Bau ist nicht, wie sonst für den Friedhofsbereich, die Kirchenstiftung von St. Peter, sondern der Freistaat Bayern in der Nachfolge des Hauses Wittelsbach. Es ist die Gedenkkapelle für Agnes Bernauer. Und wir wollen jetzt die Bernauerin besuchen. Die Agnes Bernauer Kapelle. Erinnern Sie sich, 12. Oktober 1435, Agnes Bernauer wird auf Geheiß Herzog Ernst I. von Bayern München in der Donau bei Straubing ertränkt. Es entsteht eine Staatskrise, ein Riesenstreit zwischen Vater und Sohn. Bayern München am Rande eines Bürgerkriegs. Nach Monaten erst versöhnen sich Ernst und sein Sohn Albrecht, der spätere Herzog Albrecht III., wieder. Und im Hinblick auf diese Versöhnung wird eine Gedenkkapelle errichtet auf dem Friedhof St. Peter zu Straubing für Agnes Bernauer und alle Verstorbenen. Eine Prozessionskapelle mit zwei Durchgängen. Und in dieser Kapelle aber finden wir das wichtigste Denkmal für die Bernauerin, ihr Grabdenkmal. Sie ist dargestellt als Tote, das entspricht dem Stil der Zeit. Denken Sie an den Kastenmeier in St. Jakob. Sie ist aber auch dargestellt als eine verheiratete und fromme Frau. Vorwurf gegen die Bernauerin, ein Vorwurf, den man gegenüber dem Kaiser Sigismund formulierte, war Landschädlichkeit, Schadenzauber, Hochmut und so weiter, lauter todeswürdige Verbrechen. Hier auf diesem Stein aber wird sie sozusagen gerechtfertigt, wird ihre Würde wiedergegeben. Drei Kennzeichen, der große Kopfschleier einer vornehmen Dame, nicht einer Herzogin, konnte sie auch nicht sein. Zwei Ringe, die von den Historikern seit jeher als besondere Verbindungsmerkmale gesehen werden, und der Rosenkranz. Der Rosenkranz im späten Mittelalter nicht nur Zeichen persönlicher Frömmigkeit, sondern auch ein Rechtsinstrument. Bei der Verehelichung bekam man einen Rosenkranz oder wie hier die frühe Form einer Gebetszellkette. Wie man sich im 19. Jahrhundert die Bernauerin vorstellte, das sehen Sie über der Eingangstüre, ein Bild aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Agnes Bernauer, Duquessa. Aber auch sonst ist diese Kapelle fast ein Museum der Kunst des Grabdenkmals. An der Westwand beispielsweise das zwar etwas demolierte, aber doch höchst eindrucksvolle Grabdenkmal mit der Vision des Ezechiel von keinem Geringeren als dem großen Landshuter Meister Hans Leinberger. Auch sonst an den Wänden, meistens aus dem Friedhofbereich stammend, Grabdenkmäler des Barocks bis hin zum Rokoko und insbesondere sehenswert und bemerkenswert der große Altarepitaph aus der führenden Werkstatt im 17. Jahrhundert in Straubing, aus der Werkstatt der Leutner, mit der eindrucksvollen Darstellung der Not Gottes. Nicht Maria hält den toten Sohn,
sondern Gott Vater selbst. Die dritte Kapelle von 1486, der neue Karner, oder bei uns einfach ganz kurz Totentanzkapelle genannt, nach dem Totentanz, den wir im Inneren dieses Sakralbaues finden. Im Jahre 1763 fragte sich der damalige Pfarrer von St. Peter, wie er dieser armen Kirchen, ja, in einer Altstadt, die ins Abseits geraten war gegenüber der Neustadt, einiges Geld zukommen lassen konnte. Und er kam auf die Idee, dass man anstelle des Karnerbereiches, in dem die Knochen einfach sichtbar waren, privilegierte Grabstätten anlegen könnte. Und zur neuen Ausmalung dieses zweischiffigen kleinen Gotteshauses fand er eine Bierbräuerswitwe, eine Sponsorin sozusagen, modern gesehen. Und er fand in dem damaligen Straubinger Maler Felix Hölzel einen Künstler, sicherlich nicht der ersten Garnitur, aber doch ganz ordentlich, der den Raum mit einem Totentanz ausstattete. Ein Motiv, das zurückgeht bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts und das in diesem Zusammenspiel von Tod und Todgeweihten in einem Freskozyklus im Jahre 1763 wohl so etwas bildet wie einen Abschluss der großen, traditionsreichen Totentanzreihen, die wir in ganz Europa finden. In diesem sehr späten Totentanz des Rokoko kommt noch immer der Tod als Abgesandter Gottes zu den verschiedensten Menschen. Zum kleinen Kind, genauso wie zum Reichsgrafen, zum Papst oder König. Aber auch zeitgenössische Gestalten und Berufe sind eingebunden. Zum Beispiel erschien im Jahre 1758 wieder einmal der berühmte Hallesche Komet. Und dieses Bild über mir mit dem Sterndeuter erinnert daran. Und gleichzeitig zeigt es, wie alle Bilder hier, die besondere Verbindung von Bild und Text in den alten Totentänzen. Und da heißt es zum Beispiel: Wir trirgen mich die Augen, dort bei des Bärens Klauen, lasset mit geflammter Rute ein Schröckenstern sich schauen. Der Kaiser ist des Todes, o Reich, du fürchte dir. O nein, spricht da der Tod, jetzt gehst nur du mit mir. Eine gewisse Ironie, die uns in diesem Totentanz des Öfteren begegnet. Der Straubinger Totentanz ist fast noch mittelalterlicher Tradition folgend eingebettet in das Heilsgeschehen. In den Sündenfall als Frucht der Sünde, in die Passion Christi und in das jüngste Gericht. Und gerade in diesem Bild des jüngsten Gerichtes wird etwas Besonderes deutlich. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie bei uns gefragt werden, was ist denn ein schöner Tod, dann werden Ihnen sagen, viele sagen, umgefallen und hi und nichts mehr gespannen. Aber gerade dieses Bild zeigt, dass das nicht der große, der christliche Tod ist, sondern man soll hineingeführt werden in dieses Sterben. Vor einem plötzlichen und jähen Tod bewahre uns, o Herr. Auch das ist die Botschaft dieses Totentanzes. Noch einmal ein Blick auf zwei Grabdenkmäler hier im Friedhof St. Peter. Zum einen sehen Sie ein Richtschwert, eine Grabstätte für den letzten Scharfrichter in der Altstadt Josef Zankl. Man stelle sich vor, ein Scharfrichter im 16. Jahrhundert auf einem bürgerlichen Friedhof, unvorstellbar. Manchmal ändern sich auch die Zeiten zum Guten. Daneben aber ein besonderes Grabdenkmal, das wir übrigens auch besonders lieben. Eine Denkmalgruppe des frühen Klassizismus des beginnenden 19. Jahrhunderts mit einem typischen Todesgenius, einem Knaben, der nichts mehr zu tun hat mit diesen lustigen Barockputti, die wir in unseren Kirchen finden.
Ein Grabdenkmal für Josef Bayer, Regierungskommissar, der in Straubing in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit neuer Kommunalverfassung, in einer Zeit des Absinkens der alten Haupt- und Regierungsstadt zur Provinzstadt manchen Anfeindungen ausgesetzt war. Und so sagt man, dieser Knabe recke seinen etwas entblößten Hintern in Richtung Stadt, in Richtung Rathaus. So nach dem Motto: Zwar war ich dieser Stadt stets getreuer Diener, ihren Bürgern aber sage er, sie können mich, ... Götz 3.14. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, hier endet unser kleiner Rundgang durch die große Stadt Straubing. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, dass Sie wiederkommen. Alles, alles Gute, auf Wiederschauen in Straubing.